Okay, Leute, dieses Mal wird es jetzt ein klein wenig schwieriger zu erklären, was zur Hölle los ist, denn wir haben jetzt wieder so einen kleinen Timeskip von diesem hier, von Zane und Kanzler Shepard zu dem nächsten Duell, denn das nächste Duell, ja, findet schon während des Turniers statt. Das GX-Turnier, das, was der Kanzler Shepard in der letzten Episode ja ein klein wenig angeteasert hat, wo Duellanten aus aller Welt kommen können, um den krassesten Ficker überhaupt irgendwie zu krönen und so weiter und so fort. Aber bevor das Ganze passiert ist, gab es ja auch noch eine ganze Menge, was los war. Denn Jaden hatte im Duell gegen Aster Phoenix seine Motivation zu duellieren verloren, beziehungsweise war er nicht mehr wirklich hundertprozentig sicher, ob die Art, wie er sich duelliert, das Richtige ist. Weil er hat ja gegen Aster verloren. Aster hat ja gesagt, dass seine Art zu duellieren, sein Spaß am Duell, nicht alles ist, was wichtig ist. Denn beim Duellieren geht es auch um andere Ziele und nicht nur um Spaß haben. Und das Ganze hat Jaden noch so ein kleines bisschen fertig gemacht, weshalb er dann plötzlich seine Karten nicht mehr sehen konnte. Sie wurden alle weiß, alles Blanko-Karten. Und das hielt eine ganz lange Zeit an. Bis er dann schicksalshafterweise auf die Neo-Weltraumkarten gestoßen ist. Denn die Neo-Weltraumkarten sind Karten, die Jaden vor ewigen Jahren, ich glaube vor 10 Jahren, selber kreiert hat. Das war dann ein Contest von der Kyber Corporation und dort hat Jaden Neos kreiert. Er hat die Neo-Weltraum-Monster kreiert und er hat Jubel kreiert. Jubel ist im Moment noch nicht so wichtig, kommt allerdings auch im späteren Verlauf noch. Aber was jetzt wichtig ist, sind eben die Neo-Weltraum-Karten und Neos. Diese ganzen Karten wurden dann, weil Jaden gewonnen hat, mit einem Satelliten oder einer Rakete, whatever, in das Weltall geschossen. In der Hoffnung, dass irgendwelche Weltraumwellen, irgendwelche Energien diese Karten beeinflussen. Und das hat auch stattgefunden. Dadurch entstand nämlich dann die Geisterwelt der Neo-Weltraum-Spezies, mehr oder weniger. Und hat auch Neos einen gewissen Charakter verliehen, weil Neos ist auch im Anime mehr oder weniger schon so ein eigener Charakter, der auch hier und da so ein bisschen was zu erzählen hat. Genauso wie einige Neo-Weltraum-Monster. Das ist schon ganz spannend tatsächlich. Und nachdem er auf diese Karten getroffen ist, hat er seine Motivation, seinen Duellgeist wiedergefunden und hat neue Macht gefunden, beziehungsweise ein neues Ziel. Jetzt hatte er zwar weiterhin Spaß am Duellieren, aber er hatte auch ein Ziel, und zwar wieder das Böse aufzuhalten und so weiter, you know? Den Kram halt. Und das Böse, von dem ich spreche, ist unter anderem Sartorius. Der gute Sartorius, der von dem Licht der Zerstörung beeinflusst wurde. Das Licht der Zerstörung ist eine Kraft aus dem Weltall, die über ewigen Zeiten schon aus einem weißen Loch herausgesprudelt ist und irgendwann auch ihren Weg auf die Erde gefunden hat. Damals hat diese Kraft des Lichtes, diese Licht der Zerstörungskraft, hat eine Karte heimgesucht, und zwar eine Destiny Hero Karte. Die Karte, die der Vater von Aster Phoenix kreiert hat. Und das hat einfach alles irgendwie ins Rollen gebracht. Dann hat irgendwie das Licht der Zerstörung den Vater von Aster so ein bisschen die Kontrolle übernommen. Dann ist er irgendwie in die Pro League aufgestiegen und weiß ich nicht alles. Ist dann irgendwann auf Sartorius hier umgesprungen. Und Sartorius ist nicht nur der Manager von Aster Phoenix, sondern auch der Leiter der Gesellschaft des Lichts. Und die Gesellschaft des Lichts möchte natürlich die Welt dominieren, sie zerstören und so weiter und so fort. Der ganze klassische Kram, den Bösewichte immer wollen. Und das möchte Sartorius natürlich nicht einfach, weil er sich denkt, hey, das ist geil, sondern weil er eben von diesem Licht der Zerstörung manipuliert wird. Es ist sozusagen ein dunkles Licht. Ja, also kein wirkliches,
kein wirklicher Frieden, der da drin steckt, sondern einfach nur Brutalität. Brutalität und Boshaftigkeit. Das steckt in diesem Licht drin. Und Sartorius ist davon gerade befallen. Und hat jetzt seinen Plan, gerade auch aufgrund dieses wunderbaren Turniers, hier auf der Duel Academy weitere Mitglieder für seine Gesellschaft des Lichts zu finden. Und die findet er, denn Chaz Princeton ist einer dieser Mitglieder. Denn er duelliert sich gegen Sartorius und Sartorius schafft es dann eben mit dieser Kraft, Chaz einzulullen bzw. zu manipulieren. Kanzler Shepard kommt auch wieder und announced dieses wunderbare Turnier. Das ist wirklich wunderschön, da freut man sich doch drauf. Und während dieses Turniers sieht Chaz natürlich eine Chance auf eine Revanche. Eine Revanche gegen Jaden. Ja, allerdings hat der Chaz nicht nur ein bisschen jetzt oben im Kopf alles kaputt, weil er manipuliert wird, sondern hat seine Kleidung auch geändert. Er hat nämlich jetzt, im Moment sieht sie gerade nach einem schwarzen Mantel aus, aber im Anime hatte er ein komplett weißes Outfit. Und Jaden hat sich gedacht, hey, er liebt diesen schwarzen Mantel, also kram ich den schwarzen Mantel doch aus seinen alten Klamotten raus und bring ihn mit, um ihn ein bisschen zu manipulieren. Es funktioniert ein ganz kleines bisschen, aber erst muss das Duell kommen und Jaden muss Chaz besiegen, damit das Ganze doch in irgendeiner Weise eine Wirkung hat. Jetzt habe ich hier über 6 Minuten gelabert und die Hälfte oder fast alle von euch sind wahrscheinlich gar nicht mehr da. Oder ihr seid hier gerade in diesem Moment, weil ihr vorgespult habt. Kann ich vollkommen verstehen. So, und was hier natürlich auch noch passiert, ist etwas ganz, ganz Spannendes. Der Chaz hat sein Deck geändert. Der Chaz hat nämlich jetzt ein Deck, was sehr, sehr viel mit, ja, mit Lichtmonstern spielt. Weil das ist so ein bisschen dieses generelle Thema, was diese ganzen Gesellschaft des Lichts Leute haben. Sie kleiden sich plötzlich weiß, weil sie all das Dunkle verbannen wollen und benutzen irgendwie nur noch irgendwelche Lichtkarten. Und weil der gute Jaden sich denkt, hey, der Mantel, der bringt wahrscheinlich nicht so viel, muss ich doch auch Chaz Deck nutzen, beziehungsweise einige seiner Karten. Und aus dem Grund hat Jaden seine Karten mit den Karten von Chaz kombiniert. Und daraus entsteht dann ein Elementarhelden-Ojama-Deck. Was man natürlich wissen muss, die Ojamas, also die drei, oh du heilige Scheiße, die drei Ojamas, die der gute Chaz ja besitzt, und zwar Ojama Grün, Ojama Schwarz und Ojama Gelb, sind ja alles Duellgeister, die immer mit Chaz reden. Und die ja wirkliche Charaktere sind. Und das finde ich ja immer so spannend daran. Diese Charaktere sind ja wirklich unfassbar nice. Und der gute Jaden, der möchte das Ganze natürlich irgendwie versuchen hier reinzubringen. Allerdings wird es gerade nichts mit diesem Dreck von einer Hand, ey. Wenn ich Ojama Delta Hurricane nutzen könnte, wäre das natürlich schon nice. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Komm schon. Irgendwas Gutes. Blauer Ojama, wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand 2 Ojama-Karten. Das könnte es sein. Okay. Ich werde jetzt Ojama blau hinlegen. Jetzt die Frage, werde ich noch Seelenlast aktivieren? Wenn ich Seelenlast... ich aktiviere Seelenlast und hol mir Clayman noch zurück. Nein, ich möchte keine Karte anketten. Clayman in Verteidigungsmodus. Ich verliere zwar 1000 Lebenspunkte, aber das ist es mir wert. Auf diese Weise schaffe ich es vielleicht, dass er mit beiden Monstern meinen blauen Ojama angreift und ich unter Umständen 2 Ojamas bekomme. Dann würde ich nämlich Fusion aktivieren, Ojama Land, und weil ich dann ein Ojama kontrolliere, und zwar in diesem Fall Ojama Ritter, hätte ich ein Monster mit 2500 Angriffspunkten und er hätte eins mit 1000. Das ist jetzt gerade meine Strategie. Ich hoffe, es funktioniert. Verkackter! Egal, das ist gar nicht mal so schlimm. Hätte er Ojama Land dadurch zerstört, wäre es viel schlimmer. Oh Gott, er geht nur auf Clayman. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich brauche jetzt ein Monster, damit es funktioniert. Okay.
Das könnte funktionieren. Außer natürlich, er holt jetzt noch ein Monster und greift mit den Schwachen hier an. Das wäre nicht so schön. Okay, wunderbar. Ja! Mein Plan wirkt vielleicht. Oh, fuck. Was ist... Warte mal, ich glaube, Ojama-Ritter braucht nur zwei Ojama-Karten, ne? Ich nehme den gelben Ojama. Und ich nehme den schwarzen Ojama. Wunderschön, wunderschön. Honest? Okay, gut, dass er Honest hier auf dem Feld liegen hat. Kann er die Karte auch so aktivieren? Während deiner Mainphase, du kannst diese Karte Hand zurückgeben. Während der Damage Steps fällt ein Lichtmonster kämpft, das du kontrollierst, schnell weg. Du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof. Ja, okay. Dann würde ich einmal sagen, wird es jetzt einmal spaßig. Denn ich aktiviere Polymerisation. Ich wähle Ojama-Ritter. Schwarzer und gelber Ojama. Dass er Honest haben könnte, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, um ehrlich zu sein. Ich meine, es ist ein Lichtdeck, da ist Honest eigentlich die beste Wahl. Oh Gott. Okay. Der Effekt von Ojama-Ritter ist, ich kann bis zu zwei Zonen wählen, die mein Gegner jetzt nicht mehr benutzen kann. Da er nur eine Zone frei hat, ist das natürlich erst einmal so, ne, dass ich nur eine schließen kann. Aber jetzt aktiviere ich Ojama-Land. Und solange ich ein Ojama-Monster kontrolliere, werden die ATK von allen Monstern auf dem Spielfeld mit den Verteidigungspunkten getauscht. Ich werde noch ein Monster verdeckt legen, in der Hoffnung, dass ich eventuell noch eine kleine Verteidigung aufbauen kann und werde Honest vernichten. Honest vernichte ich, weil er kann die Karte wieder auf seine Hand holen. Und wenn er das macht, dann bin ich am Arsch. Aber richtig hart am Arsch. Jetzt gerade hat er keine Monster, die etwas machen können. Außer er zieht einen Honest und greift an. Was? Okay. Oh Gott, ich hatte gerade echt ein bisschen Schiss, Mann. Oh Gott, ich hatte Schiss. Okay, Rottweiler wird verdeckt gelegt. Battleface. Rein da. Das Ding ist, ich musste auf Honest gehen. Jetzt hat er aber leider immer noch ein Monster, aber das Ohren. Nein! Ist der dumm? Ich habe das Gefühl, der ist dumm. Okay. Und Ojama-Ritter greift jetzt das verdeckte Monster an. Ein Staubon! Verfügt über einen staubtrockenen Humor. Das ist so gut. Oh, scheiße. Wenn er noch einen Honest zieht, ne, dann drehe ich durch. Ich brauche keine verdammten Fusionskarten mehr. Heilige Scheiße. Was ich brauche, ist irgendwas, um drei Ojamas aufs Feld zu kriegen oder so. Verdammt nochmal. Oh nein, es darf nicht sein, dass er durch sein komplettes Deck zieht. Ich brauche jetzt mal Karten, die was bringen oder mich verteidigen oder sowas. Clayman und... Oh. Wieso hast du die nicht drin? Du bist doch... Nein. Der hat nicht Donnergigant drin. Warum hat der Donnergigant nicht drin? Dann hätte ich jetzt was machen können. Oh Gott, Jaden. Spielt der echt Staubon, Alter. Staubons sind echt so ein Archetype, wo ich echt nochmal mehr Support haben wollen würde. Die sind alle so stupid irgendwie, dass ich mir vorstellen könnte, dass die irgendwie ganz, ganz spannenden Support kriegen könnten. Oh Gott, okay. Das Gute ist, ich habe jetzt eine Verteidigung. Das heißt, selbst wenn er mal einen Honest haben sollte, wird ihm das nicht so viel bringen. Okay, jetzt kann ich wenigstens mal ein bisschen forsonieren hier.
Und zwar Burstinatrix und Clayman. Burstinatrix und Clayman werden zu Rampart Blaster. Und Rampart Blaster hat 2500 Verteidigungspunkte, die natürlich geswitcht werden mit den ATK, weil Ojama Ritter und Ojama Land auf dem Feld sind. Das ist natürlich geil. Jetzt habe ich zwei Monster, die 2500 ATK haben. Es macht mir ein bisschen Sorge, dass der Chaz aktuell nur Monster gespielt hat, beziehungsweise so gut wie nur Monster. Na, ich könnte Soul Charge aktivieren und einem Monster holen, aber das bringt mir nichts. Ich muss drei Ojamas aufs Feld kriegen. Das ist doch... Würde er angreifen, wenn ich... Ah, nee, würde er wahrscheinlich nicht, oder? Nee, aber das wäre ja auch sowieso viel zu risky. Ah, nee, Battleface bringt nichts. Nee, ich kann jetzt gerade nichts anderes machen. Opferlamm. Das kannst du sehr gerne machen, aber was bringt dir das? Außer eventuell nochmal wieder irgendwie Tribute sammeln oder so. Grüner Ojama. Da kommen wir natürlich der Sache schon mal näher. Das Problem ist, ich brauche grüner, gelber und schwarzer Ojama. Offen auf dem Spielfeld. Und das kriege ich im Moment nicht hin, weil Sparkman auch noch hier ist. Wenn ich ihn irgendwie dazu bringen könnte, anzugreifen, wäre das natürlich schon geil. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich meine, der hat doch bestimmt nochmal irgendwie Ehrung der Verdammten oder sowas im Deck, oder? Der hat zweimal Ehrung der Verdammten bereits aktiviert. Dann wird er doch auch noch die dritte Kopie davon haben. Und die wird er doch bestimmt nutzen wollen, um Ojama Ritter auszulöschen. Das wäre zumindest das, was ich machen würde. Das Ding ist, wenn ich jetzt kein Out finde, dann habe ich so ein Problem, weil... Ich muss ein Out finden. Ich werde einfach mal Sparkman in Angriffsmodus bewegen. Dann greife ich mal hier die Opferlämmer an. Und ich würde... Ojama Delta Hurricane einfach mal setzen. Ja. Gucken wir mal. Das Ding ist, ich möchte nämlich jetzt gerade schauen, ob ich eventuell die Chance habe, jetzt nach und nach mein Feld vielleicht... Alter, dreimal Opferlamm. Dann hat er auch dreimal Ehrung der Verdammten drin. Aber ich würde jetzt gerne mal gucken, ob ich es eventuell schaffen kann, dass er irgendwie darin gebaitet wird, dass ich den Scheiß hier vielleicht vom Feld kriege oder sowas. Ich meine, ich könnte ihn in Verteidigungsposition legen, aber das wird mir nichts bringen. Ich brauche nämlich die Kakojamas hier auf dem Spielfeld. Wenn ich dich jetzt setze, dann wirst du doch wahrscheinlich gleich angegriffen, oder? Bildnis des Lichts, ja, ja. Gott, dieses Duell, das zieht sich einfach wie Kaugummi, ey. Nochmal Ojama Land. Jetzt lege ich den schwarzen Ojama. Zack. Oh nein. Oh Gott. Zum Glück habe ich eine Spiegelkraft, Mann. Das wäre mein Ende. Oh nein, ey. Okay. Wenn er nochmal eine Urknallkanone zieht, dann habe ich allerdings verkackt. Und ich habe das Gefühl, der hat die Karte bestimmt nochmal. Also mindestens noch einmal. Ich habe mir jetzt gerade wahrscheinlich selbst alles ruiniert. Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal Burstinatrix wegpacken. Wenn er jetzt Urknallkanone zieht und mich damit fertig macht, ne? Oh Gott. Okay. Komm, ich brauche irgendwas.
Ich brauche keinen Fusionsweiser, die Karte kann ich nicht gebrauchen. Scheiße. Komm schon, ich brauche irgendwas Gutes. Irgendwas, was mich wieder verteidigen kann. Nein, was machst du da? Oh ja, nice. Genau das, was ich brauchte. Wunderschön. Angriffsposition. Angriffsposition. Grüner Ojama. Ich aktiviere Ojama Delta Hurricane. Zerstöre alle Karten, die mein Gegner kontrolliert. Auf dem Spielfeld habe ich gerade genug Damage, um Chess zu besiegen. Und das werde ich auskosten. 2-5, 3-5, 4-5, 5-5. Ich werde erst mit Rampant Blaster angreifen. Dann kommt der Ojama. Nee. Jetzt kommt schwarzer Ojama. Wenn ich jetzt deine Wenigkeit... Nee, ich kann mit beiden hier angreifen. Komm, dann nehme ich den grünen Ojama. Dann kommt der gelbe Ojama. Und jetzt... der Ojama-Ritter. Endlich. Ach Gott, ich habe echt ein bisschen Sorge gehabt, dass dieses Duell noch in die Hose geht. Heilige Scheiße. Ah, ja. Das stimmt. Chess war nicht wirklich er selbst. Er hat auch nicht das Deck gespielt, was er eigentlich spielen wollte oder sollte. Weil Chess hat sein Deck ja mittlerweile so aufgebaut, dass er selbst mit den schwachen Ojamas spielt. Und die Karten, die er da benutzt, er kennt die Karten einfach sehr gut. Er kennt gute Kombinationen und er weiß, wie er damit umgehen muss. Und wäre das anders gewesen, hätte Chaz gegen Jaden sich duelliert, während Jaden er selbst ist und auch seine ganzen Ojamas hat. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Duell dann auch wirklich ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Aber, ja, das ist halt eben eine etwas andere Geschichte, ne? Meine Fresse, das war jetzt echt ein unfassbar... Oh Gott, ein unfassbar langer Part. Also richtig hart lange. Nicht nur wegen meiner unfassbar langen ersten Erklärung, was alles los war und in den vorherigen Episoden passiert ist, sondern auch noch aufgrund der Tatsache, dass dieses verdammte Duell sich gezogen hat, wie ein Stück Kaugummi, das man reingetreten ist, verdammt nochmal. Das ist einfach übel. Also, deswegen werde ich jetzt auch keine Packs öffnen, auch wenn ich ziemlich Bock hätte, welche zu öffnen. Ne? Hier, Jaden, ne? Kennt mich, Elementarhelden, das ist gern gesehen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Je nachdem, wie schnell das Duell vorbei ist, machen wir dann vielleicht sogar doppelt so viele Packs auf. Wuhu! Aber jetzt würde ich erstmal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.